Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Wir sind gerade dabei, hier in Nordhafen oder Nordhaven, wie auch immer, die Polarbasis zu beliefern mit Nachschub. Stahlträger und Sprit haben wir hingebracht. Jetzt fehlen noch viermal Ziegel. Da sind wir jetzt gerade hin unterwegs. Bekommen wir bei einem Lagerhaus, wo wir jetzt halt hinfahren müssen. Aber das sollte ganz gut klappen. Und ja, ich muss mal gucken. Also ich weiß nicht, ob das unter Umständen die letzte Folge für ein paar Wochen ist. Oder ob da jetzt, ob ich dann jetzt noch anschließend weitere produzieren kann. Gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Doch, ich glaube schon. Ich ziehe ja um. Und da, wo ich hinziehe, die Wohnung ist noch nicht fertig. Heißt, ich werde jetzt erstmal in einem Ferienhaus zwischengeparkt. Was auch durchaus WLAN und so hat. Also, ich denke mal, dass ich Videos produzieren und hochladen kann. Hoffe ich jedenfalls. Das Einzige, ich weiß halt nicht, ob ich dort die Möglichkeit habe, ein Lenkrad anzubringen. Wenn nicht, kann ich halt kein American Truck und kein SnowRunner produzieren. Ich bin ja doch richtig, oder? Ja. Wenn doch, mache ich es natürlich. Wenn es nicht geht, dann wird das ja vorerst mal die letzte Folge, bis ich dann in der neuen Wohnung bin. Das wird wahrscheinlich Mitte, Ende März werden, bis ich da reinziehen kann. Wenn nicht später sogar. Aber das klärt sich. Ja, oder seht ihr dann, wenn in zwei, also wenn übermorgen nochmal eine Folge kommt, dann kann ich produzieren. Wenn nicht, dann wird es ein paar Tage, Wochen dauern, bis ihr wieder was von SnowRunner seht. Also die Folge ist nicht abgesetzt. Es hängt dann einfach nur dran, dass ich keine Möglichkeit habe, das Lenkrad anzuschließen und entsprechend dann auch nicht produzieren kann oder möchte. Also ohne Lenkrad möchte ich es nicht. Oh, hier ist ein Tankanhänger. Cool. Ja, aber wie gesagt, das werdet ihr da sehen. Halt. Moment. So war das nicht gedacht. Ladung entfernen. Wieso geht das nicht? Muss ich hier runterfahren? Hoppala. So. Fracht entfernen. So, jetzt hat es funktioniert. Wir brauchen natürlich Ziegel. Ziegel, genau. So. Hier sollten wir drehen können. Tanken brauche ich, glaube ich, nicht. Das können wir nachher bei der Fabrik wieder machen. Wir haben auf jeden Fall genug Sprit, dass wir zurückkommen. Da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Das wäre schon eine sehr große Kunst, wenn wir die 230 Liter jetzt noch hier verballern, ohne bis zur Fabrik gekommen zu sein.
Zumal, wenn wir hier ein bisschen am Rand fahren, dann vermeiden wir den Matsch und fahren uns da auch nicht fest. Läuft. Schön. Für die nächste Quest hier in Nordhaven oder Nordhafen brauchen wir dann definitiv einen Holztransporter. Da muss ich mal gucken, ob wir uns einen kaufen. Irgendein Fahrzeug hier habe, was ich verkaufen kann. Was wir so nicht brauchen. Ich meine, den Chevy brauche ich im Moment eigentlich nicht. Dann haben wir noch den Kahn, den brauche ich auch nicht unbedingt. Den Hammer auch nicht. Also da könnte ich schon ein paar verkaufen, ne? Jetzt mal gucken, wo der Hammer rumsteht. Ob wir da einigermaßen geschickt mit zum zur Werkstatt kommen. Ich habe 3 Scout-Fahrzeuge und brauche oder nutzt keines. Also allein auf der Map hier habe ich 3 Scout-Fahrzeuge. Ich glaube, die verkaufen wir dann mal. Ich weiß, dass die Scout-Fahrzeuge eigentlich dafür da sind, dass man halt die Gegend erkundet. Aber ich muss sagen, ich mache das viel lieber mit dem Enk. So. Hier ist das Sägewerk. Da müssen wir auch noch, da müssen wir die Stämme hinliefern, genau. Das ist auch noch eine Quest hier. Da brauchen wir dann halt, wie gesagt, den Holztransporter. Oder wir gucken, ob wir den hier umrüsten auf Holz. Muss ich mal gucken. Dann fahre ich mit dem vielleicht zur Werkstatt. Und guck mal, ob wir den entsprechend umrüsten können. Klingt auch nicht ganz verkehrt. So, da ist schon die Fabrik. Da ist schon die Fabrik. Und hier können wir dann auch direkt mal tanken. 100 Liter, das lohnt sich dann schon. Halt! So. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung, da war einmal Escape zu viel. So. Auf zur Polarbasis. Das Gefühl, dass die erst noch gebaut wird. Weil außer eine weiße Schneefläche war da nichts. Und die Ziegel deuten darauf hin, dass die da erst noch gebaut wird. Tididi. So, fahren wir hier über den felsigeren Teil, dass wir da nicht durch den Matsch müssen.
Und dann gucke ich gleich mal, wie wir am geschicktesten zurückfahren. Aber ich glaube, wir fahren den großen Weg über die Straße. Aber ich gucke nachher mal. Ich gucke dann erst nochmal. Sehr schön. 3450 Talerchen. Wo auch immer hier die Polarbasis gerade ist. So. Ja, der Weg, den wir sonst fahren müssten, der wäre hier ganz durch. Das ist uncool. Dann fahren wir lieber hier hinten rum. Und können dann hier ziemlich easy die Teerstraße fahren. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Was haben wir denn da? Einen Tiefladeanhänger haben wir da noch. Da hätten wir halt den Chevy. Da ist ein Tankanhänger. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt erstmal. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Chevy dahin. Der ist am nächsten an der Werkstatt. Dann kann ich A mal gucken. Ob wir... Wo ist denn der zweite dann? Der Kahn. Das steht hier irgendwo, ne? Am Hafen, glaube ich. Genau. Den könnten wir noch verkaufen. Und dann habe ich den Hammer noch, aber das steht ganz da oben. Okay. Fahren wir erstmal mit dem Chevy. Hallo? Den vertickern wir jetzt erstmal. Oder fahren auf jeden Fall mal mit zur Werkstatt, sagen wir es mal so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn verkaufe. Wie gesagt, ich habe 3 Scout-Fahrzeuge und nutze keines. Und nur um sie zu haben, sind sie eigentlich zu teuer. Weil dann können wir vielleicht uns jetzt einen geschickten Holztransporter kaufen. Ups. Weil die nächste Map, die kann ich eigentlich auch schon annehmen. Feuer im Fluss. 2x Kraftstoff müssen wir liefern. Okay. Schwimmender Bohrturm. Der ist... Sattel hoch erforderlich. Wo ist denn der Bohrturm? Da müssen wir ihn hintun. Und da müssen wir ihn abholen. Oh. Das wäre auch eine interessante Aufgabe. Ja, dann gucke ich doch erstmal. Öllieferung. Das muss dahin. Ein Ölfass, noch ein Ölfass. Achso, da haben wir verschiedene Plätze, wo die hin müssen. Eins an die Fabrik, eins dahin. Okay. Bohrteile liefern, die gehen dorthin. Und kommen woher? Ersatzteile. Pipeline-Reparatur. Ach, die ist aber in Pedro Bay. Okay. Hier haben wir dann jetzt halt Bauholz. Ich glaube, das ist auch die nächste, die wir jetzt machen. Oder? Ich guck mal, ob wir vielleicht auch kriegen wir auch einen Sattelschlepper erstmal. Und holen den Dings da, den Anhänger mit dem Sattel hoch oder den Auflieger. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt erstmal den hier verkaufen. Dann schauen wir weiter.
Je nachdem, was wir an Geld brauchen, können wir auch den Kahn noch verkaufen. Den nutze ich ja auch nicht. Wie alle Scout-Fahrzeuge. Zur äußersten Not noch den Hammer. Der ist halt weit weg. Da brauchen wir eine Weile, bis wir den geholt haben. Aber wir gucken jetzt erstmal, was geht. Was bringt der Chevy? Der dürfte auch ein 10.000, 15.000 dürfte der auch bringen. So, der geht ins Truck-Lager. Hier können wir ihn jetzt verkaufen. 46.000 bringt der. Okay. Den haben wir auch noch hier, den International Heavy Duty. Und den Cat. Die zwei habe ich ja auch noch. Die habe ich ja völlig vergessen. Diffsperre fake, Allradsperre fake. Die habe ich ja auch noch. Ich mach mal auf einsetzen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Rahmen aufsetze, genau. Holztransport können wir damit machen. Sattelkupplung hoch. Können wir drauf machen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Die würden wir nämlich brauchen. Jetzt gucken wir mal, ob wir können besseren Motor einbauen. Machen wir. Den hier verkaufen wir. Getriebe. Ausbalanciert ist gut. Offroad wäre noch schön. Federung gibt es nur die Standard. Reifen. Da können wir aber auf Kettenset gehen. Kaufen wir. Winde. Nehmen wir die Hochleistungswinde. Die hier verkaufen wir. Und Reifen können wir natürlich auch die Standarddinger hier auch verkaufen. So. Diffsperre. Kaufen wir. So. Schnorchel. Ah, der wäre gut, kann ich aber noch nicht. Da fehlt mir noch zwei Ränge. Allradantrieb. Kaufen wir. Den verkaufen wir. So, und den Rahmenaufsatz haben wir. So, kommen wir hier noch. Seilwinden, die ist cool. Defender. Ne, ich nehme die. Die gefällt mir besser. Standard verkaufen wir. So, Doppelwarnleuchte. Dachhörner. Doppelhorn. Die sind gut. Oder die. Nimm die. Auspuff. Standard. Oh, der sieht aber auch schick aus. Den können wir verkaufen. Felgen. Gucken wir mal, ob wir was Schickes finden. Die gefallen mir ganz gut. Ja, bei denen bleiben wir auch. Farbe, die finde ich okay. Sonst. Haubenverzierung. Nehmen wir den. So. Das lassen wir. Okay, passt. Werkstatt verlassen. Oh, ich habe die Dings gar nicht montiert.
die Sattelkupplung hoch. Ups! Upsala! Dann holen wir die noch. So. Montieren. Passt. Sehr gut. Jetzt haben wir sie. Und dann können wir jetzt auch die Quest annehmen. Das war hier. Schwimmender Bohrturm. Genau. Ja. Machen werden wir die in der nächsten Folge. Wann die kommt, wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das kann sein, dass sie übermorgen kommt. Das wäre Idealfall. Dann habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ich das Lenkrad einsetzen kann. Kann aber auch sein, dass die erst in ein paar Wochen kommt, wenn ich dann in die neue Wohnung wirklich eingezogen bin. Ja, ich sag auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich eigentlich Ketten? Ja, wir haben Ketten drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns übermorgen wieder. Lasst übrigens auch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.